Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Spyro the Dragon. Wir sind letztes Mal hier stehen geblieben. Oder was heißt stehen geblieben? Wir haben das halbe Level gemacht. Jetzt renne ich an dem vorbei. Egal. Und dann machen wir auch direkt weiter. Also ich renne... Hä, was ist denn hier los? Da habe ich doch schon gerettet gehabt. Kosmos. Schon wieder, aber egal. Willkommen in der Magic Crafters Welt. Bitte befrei die Drachen. Finde unseren Schatz und nimm diesen elenden blauen Dieben die Dracheneier ab. Okay. Zu geil und wieder. Und Doppelau und nochmal Doppelau. So, ich renn kurz dahin, wo wir aufgehört haben. Jetzt außer des. Ja, wir hören. Ich renn dahin, wo wir aufgehört haben. Bei diesem Drachen. Ja. Den wiederholen wir am besten trotzdem. Nein, speichern wollte ich jetzt nicht. Egal. Ist ja schon wieder. Die nette Fee. Oh Mann! Schon wieder speichern. Ich war kaputt zu speichern. Gottchen, ey. Jetzt. Drache wiederholen. Danke. Xantor. Wenn du diese Pfeile siehst, kannst du einen Supersprint starten. Supersprint? Klasse. Los, versuch's mal. Ja, das mache ich auch direkt. Los geht's. Tschüss, tschüss. Jetzt heiz mir mal durch. 20 zu weit. Erstmal müssen wir auch hier das bisschen sauber machen. 2. Oh, Drache, da war doch einer. Boldar. Diese Pforte führt zu einem besonderen Ort, an dem du fliegen lernst. Ich weiß noch, als ich ein ganz junger Drache war und mir meine Flügel verdiente. Fliegen lernen. Alles klar. Ja, mach ich auch dann. Egal, weiter. Ja, mach ich jetzt unten sauber. Alter! Nein! Och man! Wow, tschüss. Nein! Och man! Diese Aufnahmesession fängt ja super an. Direkt mal Sparks verloren relativ früh. So. Wieder langsamer machen. Diesmal nicht mit mir. Nein! Oh, ein Schlüssel. Wer das Level jetzt angeguckt hat, wird merken, dass hier eigentlich kein Schlüssel irgendwo gebraucht werden würde, aber gibt so einen kleinen... Ja. Eine kleine Kammer, wo man hinfliegen muss. Au. Genau. Gib mir eine Kügelchen! Gib mir Kügelchen! Danke sehr, meine Güte. Wo ist jetzt das Vieh? Abgehauen. Egal. Und zwar, da ist diese coole, wo man, wenn es geht, schafft hinzuspringen. Ja. Wow. Aber es reichen. Plus Level 21. Level beendet. Schnappe ich mir noch das Häschen da, falls es ein Häschen ist. Und gehen dann zur Alpinoreige. Egal, wie ich es nenne. 3300. Es mehrt sich, das ist schön.
Oh, die feinen Putzeteile. Oh, wie fein du das ganz. Oh, wie süß. Hm. Wer mich attackiert, kriegt einen auf die Schnauze. Aber nur im Spiel, also. Ja, das war doof. Nein. Dass sie immer schön im Chor aussagen können, das ist auch sehr erstaunlich. Und der erste Drache in diesem Level. Zahne. Psst, Spyro, du hast doch keine Angst vor diesen großen, lauten, riesigen, grässlichen Monstern, oder? Natürlich nicht. Hab ich auch nicht erwartet. Ich auch nicht. Wie soll man davon Angst haben? Ja, put, put, put. Ach, wie süß. Ja, fein machst du das. Ja, fein. Da springe ich aber später hin. Sonst muss man ja doppelt fliegen, da habe ich keine Lust drauf. Zauberer gegen Zauberer. Assi! Ja. Sehr lobenswert von dir, dass du mich auslässt, wenn ich neben dir stehe. Ich mag diese Assis, diese Zauberer nicht. Hier war sicher mal eine Küche. Na, komm schon. Zauberdance, yeah, mach mit. Und dann auslachen. Ihr könnt nicht besser tanzen. Ach, der ist immer noch so süß am Brüllen. Was auch immer. Ja, super machst du das. Er wollte mich umarmen. Ich stehe neben dem Ding. Hier ist richtig tricky. Man muss im richtigen Zeitpunkt abspringen. Nicht zu früh und nicht zu spät. Perfekt. Ja, dann hatte ich mit dir. Ja. Sobald du anfängst zu lachen, bist du dann tschüss. Ich dachte schon. Ja, au. Das gleiche, was ich gerade gesagt habe, geht auch hier. Im richtigen Zeitpunkt abspringen. Tanzen! Yeah, tanzen! Ja, Zweite Drache. Was war das denn gerade wie ein Musikfehler? Iltrin! Danke, dass du mich befreit hast. Bitte, dass ich befreien durfte. Und Dach. Willst du mir den Weg absperren oder was? Ja, auf einmal will er mir entgegenkommen. Och, wie süß. Mach den Schläfchen. Oh Gott, hab ich deine Haustiere. Einen Schlaf gegeben. Und sorry. Ja. Hat mir auch weh getan, also. Perfekt gelandet. Häschen! Was war das? Magie. Tanzen, tanzen! Kein Bock zu tanzen.
Ja komm, ja komm. Geh mal besser hier unten rein. Hallo. Hallo. Ey, wir nähern uns dem Rekord. Juwelensammler, yeah! 500er Level. Ein seltenes Level. So viel ich jetzt weiß. Man könnte noch mal rumrennen, aber... Nee. Zander! Gute Arbeit, Spyro. Wenn du so weitermachst, lernst du alle Tricks der Magic Crafter Welt. Ja, ich wollte immer was von der Magic Crafters Welt lernen. Genau wie ich dahin fliege. Oh nein. Ich mag die langsam nicht mehr. Und wenn er mir in den Gang läuft. Gucken wir mal. Was vergessen? Nein. Komm, hier ist die Gefahr runterzufallen. Sehr hoch. Ist mir auch schon zwei, dreimal passiert, aber Gott sei Dank nicht in dieser Aufnahme. Und der letzte Drache. Kelvin. Vergiss nicht, dass diese blauen Diebe nicht nur in der Magic Crafter Welt Eier gestohlen haben. Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Ja, hab ich auch schon. Ist ja nicht die erste. Ins All! Glück gehabt. Leben gerettet. Darf ich den ganzen Weg nochmal latschen? Mhm. Oh. Hat der Supersprung mal nicht funktioniert? Los, diesmal schaffst du es aber. Ja. So. Weg, weg, weg. Zurück, zurück, zurück. Ja, ja, super. Geil, Spyro. Super geflogen. Erst nach da. Oh, ich sollte aufhören, blind zu fliegen. Uns fehlen noch sagen und schreiben 5 Stück. Ist nichts mehr. Üpp zum Portal. Yay. Hopp. Oh. Ab und zu mal schafft das. Ab und zu mal nicht. Erstes Level vom Magic Crafters abgeschlossen. Man kommt zurück und dann ich will mein Leben zurück. Die waren mal schneller. Oh. Auch mit. Doppelaufspießung. Egal. Nächste Level ist High Caves. Ist das was mit den scheiß Metallwanzen? Ich mag die nicht. Hab ich mich als Kind früher erschreckt. Man dreht keinem Gegner den Rücken zu. Wieder. Nein! Upsala. Ei, ei, ei. Nein!
Blöd Kudu. Cyrus. Bitte unternimm etwas gegen diese grünen Druiden. Sie verschieben alles um uns herum. Okay, mach ich. Komm her. Sparks braucht auch Ewigkeiten, um diese Schmetterlinge zu fangen. Was hast du vergessen? Oh. Nein. Gott sei Dank weiß ich jetzt, wie dass man das Level auf zwei Arten laufen kann. Mann, seid ihr nett, bitte. Danke. Zurück. Perfekt. Komm ran mit dem Ding! An sich ein blödes Level, aber gleich auch ein cooles Level. Aber jetzt kommen wir in einen Bereich, wo man definitiv nicht sterben kann. Ja. So viel dazu, man kann nicht sterben. Und dann Schiss haben, runterzufliegen. Oh. Dann passiert das nämlich. Die netten Feen helfen einem. Hab ich keinen Bock drauf. Ich mach doch die Kiste kaputt. Genau. Wanzen meine ich. Wo sind sie? Da. Die da. Put. Mag dich nicht. Immer noch nicht. Immer noch ekelhaft aus. Ajax! Ich hasse diese Wanzen. Wenn ich erst groß und stark bin, wie du, zerquetsche ich sie alle. Bis es soweit ist, vergiss nicht, dass der Supersprint dich unschlagbar macht. Supersprint unschlagbar? Geil! Aber erst später. Ach komm! Probieren wir was, hoppala. Zumindest gleich. Wenn ich echt unsterblich machen muss, dürfte ich ja dann auch diese Kisten kaputt rennen können. Aber erst den grünen Viech hinterher. Grün. Ich bin echt farbenblind. Ey, jetzt komm! Du willst mich verarschen. Räum mich hier erst auf. So, komm her. Jetzt, Gottchen. Geht man so knapp zweimal an dem vorbei. Schau, wie's... Nein, aber egal. Die helfenden Elfen helfen ein. Zu verhelfen auf einem Satz. Los, go, Spyro. Ja, hat recht. Wahnsinn. Für Wahnsinn, so viele Juwelen. Du nervst. Wollte immer schon mal machen, einfach so. Ohne Grund was kaputt machen. Yay! Ja, stopp. Hä? Kommt der näher? Nein! Danke! Immer diese helfenden Elfen! Die Feen sind ja keine Elfen! Nächster Sprung! Yay! Ende! Nein! Egal! Cedric!
Verbinde den Supersprint mit einem Sprung- und Gleitflug, um die High Caves genau zu erkunden. Okay, muss aber nicht mit der Brust komisch wackeln. So. Ey, die Wanze ist immer noch da. Oh nein. Na, ich vergesse es immer wieder, dass sie da sind. Okay, Gleitflug hört sich gut an. Yeah! Beim ersten Mal. Das Let's Play läuft gut. Ich schaffe bisher alles beim ersten Mal. Ich krieg die nicht geschlagen, oder? Nein! Oh. Ja! Die können richtig nerven, ey. Yay! Nun weichen sie aus. So, und jetzt geht's den Wanzen an den Kragen. Jetzt mit Super Sprint. Nervst. Bist du, wo bist du, wo bist du? Yeah, nein, scheiße. Räum jetzt hier auf. Und direkt noch ein 500er Level. Okay. Na komm, spring doch. Kann ich irgendwo mal zwei Stück? Nee. Benutzen wir halt nochmal den Supersprint. Los! Nein, nicht schon wieder! Ach Gott! Hast doch Glück. Komm gleich wieder. Da ist Wenzel, da ist Ausgang, da ist Zauberer. Sehr nett. Das gleiche nochmal hier. Wenzel, Ausgang, Zauberer. Weil die sind so nett, machen die Ausgänge zu. Der, yeah, eine Fee. Küsschen. Kuckuck, tschüss. Weil durch den Kuss einer Fee wird ein Drachenfeuer... Nein, 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 ach, oh Gott. So stark, dass es alles kaputt macht, sogar Metall. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber im Spiel zumindest ja. So, jetzt bist du aber mal. Danke sehr. Wo habe ich was vergessen? Ah, der. Habe ich eigentlich alles? Ja. Super. Nein. Das wird vielleicht irgendwann kommen, dass ich doch mein Level so beenden muss und nicht durchs Portal. Also solange es funktioniert, mach ich's. Yay! Richtig? Ja. Nach Hause! Speichern wir wieder und das bedeutet wie immer, dass wir jetzt diesen Part beenden. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten wieder ein. Also, ciao!